Samstag. Wir haben heute ganz entspannt in den Morgen gestartet, haben noch ein bisschen die Wohnung aufgeräumt. Jetzt ist leider schon wieder so langsam die Sonne weg. Heute war das Wetter richtig schön. Wir wollen dann nämlich nochmal eine Runde rausgehen. Wir müssen heute noch einkaufen und eventuell auch nochmal eine kleine Runde in die Stadt. Ich habe irgendwie mal wieder Lust, so ein bisschen durch die Altstadt zu bummeln. Deswegen frühstücken wir jetzt erstmal. Es ist jetzt schon gleich um 2. Shame on us. Ich habe gerade noch eine Runde Sport gemacht. Robin spielt gerade noch eine Runde und Wäsche und so weiter. Also einfach Haushalt. Und es hat jetzt so viel Zeit gefressen, dass wir, ja, es jetzt halt schon um 2 haben. Wir frühstücken jetzt was Schnelles und was Kleines und machen dann, wie gesagt, los. Und ich habe irgendwie mal wieder zur Abwechslung richtig Bock auf einen Shake. Den mache ich mir jetzt. Beziehungsweise eher Smoothie. Shake ist es ja gar nicht. Mit so ein paar leckeren Sachen. Mal schauen, was ich draus zauber. Und ich habe für morgen einen Pole-Dance-Raum gemietet für eine Stunde. Und das Coole ist, dass man da wirklich auch alleine ist. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich war Anfang dieser Woche das erste Mal beim Pole Dance. Ich habe das ja hier schon mal erzählt, dass ich das machen wollte und das letzte Mal mich nicht getraut habe und dann nicht gegangen bin, dann super enttäuscht war. Und dieses Mal habe ich mir fest vorgenommen, ja, jetzt gehe ich wirklich. Und dann bin ich gegangen. Ich hatte echt Schiss, aber ich dachte mir, komm, du packst das und wenn du dich da blamierst, dann gehst du dort einfach nicht mehr hin und gut ist. Das war halt ein bisschen doof, weil es gab halt in dem Raum nur 3 Stangen und wir waren zu 6 und dementsprechend mussten sich halt immer 2 Personen eine Stange teilen. 4 Personen kannten sich halt schon untereinander, also immer zwei Leute zusammen. Und die eine, die sich mit mir die Stange geteilt hat, wir waren halt beide einzeln. Und dementsprechend habe ich dann halt auch so ein bisschen mit ihr geredet und wir haben, wie gesagt, uns halt versucht, so ein bisschen zu helfen. Das fand ich auch total cool, weil die auch super lieb war. Aber ich war super aufgeregt und ich hatte so richtig schwitzige Hände. Das ist bei mir irgendwie immer so, wenn ich aufgeregt bin, dass ich dann so richtig schwitzige Hände bekomme. Und das ist natürlich bei so einer Pole-Dance-Stange ein bisschen schwierig. Dementsprechend konnte ich dann manche Drehungen nicht so gut machen, weil ich halt einfach immer runtergerutscht bin durch meine schwitzigen Hände. Und das hat mich so genervt, weil es auch einfach nur unangenehm war, weil ich dann immer ständig diese Stange abwischen musste mit irgendeinem Tuch, weil es ja auch für die Person, die sich die Stange mit mir teilt, vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, wenn ich da die ganze Zeit mit meinen schwitzigen Händen da dran rummehre. Das war ein bisschen unangenehm. Das war schon peinlich genug. Dann haben wir halt 3 Drehungen geübt. Am Anfang war es halt super easy. Das habe ich auch noch hinbekommen. Da war ich auch, da hatte ich auch noch richtig Bock. Und dann ging es langsam los, dass dann so Drehungen kamen, wo man dann so die Beine anheben musste und halt quasi sich um die Stange drumherum dreht. Und ich habe mich einfach nicht getraut, meine Beine anzuheben, also mit beiden Beinen quasi mich um die Stange zu schwingen, dass ich quasi da drüber schwebe. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich einfach nicht getraut. Gerade auch halt dadurch, dass ich mit meinen schwitzigen Händen immer so runtergerutscht bin. Es war einfach nur unangenehm. Und ich habe mich dort so geschämt. Ich war ganz froh, dass die einzeln nichts gezwungen haben. Also ich habe dann immer mal gesagt, ja, nee, ich mache erstmal eine Pause. Du kannst erstmal und habe sie dann erstmal gelassen und so. Dadurch, dass man sich halt eine Stange geteilt hat, war es vielleicht auch nicht schlecht, weil man sich halt dann immer abwechseln konnte und ich dann halt immer mal ein bisschen schauen konnte, wie es die anderen so machen. Aber es war trotzdem super unangenehm. Also ich habe mich einfach nur geschämt. Und das Schlimme war auch, ich war da gerade so in meiner Zyklusphase, wo man ja generell so an sich zweifelt und alles schlecht ist. Und ich bin dann immer super emotional. Ich hatte da nämlich gerade so, ich war da so kurz bevor ich meine Tage bekomme. Und ich habe einfach geheult danach, weil ich so enttäuscht war und so traurig, dass ich mich da und auch mich so geschämt habe, dass ich mich da so blamiert habe. Jetzt im Nachhinein natürlich sehe ich das auch ein bisschen anders und ich möchte es auch gerne weiter lernen, weil es mir schon Spaß gemacht hat und weil ich immer noch alle beneide, die das richtig cool machen können. Wie gesagt, nicht wegen diesem erotischen Aspekt, sondern einfach nur, weil ich das super faszinierend finde, was man da alles so machen kann. Und ich habe das auch gemerkt in meinem Rücken am nächsten Tag, dass ich super Muskelkater hatte, weil du wirklich ja den ganzen Körper beanspruchst. Und so dementsprechend sehen die Bodies ja auch von den Trainerinnen oder beziehungsweise den Leuten aus, die das regelmäßig machen. Ich habe da einfach Bock drauf. Ich endlich vielleicht auch mal eine Sportart gefunden habe, die mir neben dem Gym ein bisschen mehr Spaß macht. Deswegen möchte ich das schon ganz gerne weitermachen. Und deswegen kneife ich jetzt die Pobacken zusammen und gehe da beim nächsten Mal nochmal hin. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich einfach mal schaue. Das finde ich nämlich bei der Tanzschule ein bisschen doof, dass man den Pole-Dance-Raum nicht alleine mieten kann. Weil ich glaube, bei mir ist so diese Blockade noch im Kopf, ich traue mich nicht, das vor anderen so zu machen und da so richtig loszulassen. Und diese Hemmung will ich irgendwie überspringen und will also diese Blockade in meinem Kopf lösen. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Pole-Dance-Raum für morgen gemietet, wo man wirklich eine Pole hat und wo man wirklich ganz alleine ist. Und da kann ich ein bisschen versuchen, das, was ich am Montag gelernt habe, nochmal zu wiederholen und zu üben. Und zu versuchen, mich zu trauen, da so ein bisschen rumzuschwingen. Und dann entscheide ich, ob ich das weitermache oder nicht. Und das finde ich ganz cool und deswegen freue ich mich da schon drauf, weil ich mich da morgen mal so ein bisschen austoben kann und versuchen kann, da ein bisschen das nochmal ein bisschen zu wiederholen oder zu üben, was ich am Montag gelernt habe. Ich bereite mir jetzt erstmal Frühstück vor, damit wir gleich frühstücken können. Und wenn Robin dann da ist, dann schauen wir ein bisschen Serie und frühstücken zusammen. Ich freue mich drauf. Mhm.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag. Es ist jetzt um 10. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich Samstag um 10 mal hier in Sportklamotten in der Küche stehe. Ich bin ready fürs Pole Dance. Also ich ziehe mir gleich noch was drüber. Ich ziehe bloß kurze Sachen drunter. Also auch hier die kurze Sporthose. Ich mag das aber immer, wenn die so ein bisschen den Bauch abdeckt. Beziehungsweise habe ich jetzt auch schon mein Piercing ein bisschen abgeklebt, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass ich da dran komme. Also normalerweise nicht, weil ich ja jetzt noch nicht so krasse Übungen mache, wo ich da mit dem Bauch irgendwie rumhantiere. Deswegen denke ich, das sollte kein Problem sein. Aber halt zur Sicherheit einfach. Da ziehe ich jetzt gleich noch eine lange Hose drüber. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal schnell was frühstücken, damit ich wenigstens was im Bauch habe, weil ich fahre jetzt, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde oder so ungefähr dorthin, bis hin am anderen Ende von Dresden. Da muss ich 11:45 ungefähr dort sein. Und ich dann anfangen kann und keine Ahnung, ist, denke ich, eine Viertelstunde Zeit einplanen, ungefähr ganz gut. So ist der Plan. Deswegen dachte ich mir, also bis ich 14 Uhr zu Hause bin, halte ich das jetzt nicht aus und frühstücke jetzt einfach gleich, obwohl ich das eigentlich immer nicht mag, früh zu frühstücken, obwohl ich noch keinen Hunger habe. Also wisst ihr, was ich meine? Ich warte lieber so lange, bis mein Körper mir sagt, jetzt brauche ich Energie. Aber wie gesagt, ich mache in einer halben Stunde los und ich will dann nicht im Stress irgendwie vorher noch schnell was reinspachteln und jetzt noch warten, bis ich irgendwie Hunger bekomme, sondern ich mache jetzt einfach Porridge schnell. Freue ich mich drauf und dann mache ich in einer halben Stunde los und ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, auch wenn ich nur allein in dieser Halle bin, aber trotzdem bin ich ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr und dann drücken wir mal die Daumen, dass das heute läuft. Ich freue mich. So, jetzt muss ich mich fast ein bisschen beeilen. Auf jeden Fall sieht so jetzt mein Frühstück aus und das lasse ich mir jetzt schmecken. Okay Leute, ich bin angekommen und das ist echt ganz cool gemacht, weil man hat hier alles so an Equipment. Ich mache mir jetzt, glaube ich, gleich ein bisschen Musik an. Es ist jetzt gleich um 12. Ich habe Gott sei Dank auch alles gut gefunden. Habe hier auch Platz. Ich werde mich jetzt erstmal entspannt aufwärmen und dann schaue ich mal, ob ich hier klarkomme. Ich freue mich drauf, aber es ist irgendwie ein bisschen creepy, hier alleine zu sein. Also das, was ich in der Stunde letztens gelernt habe, geht jetzt eigentlich ganz gut. Ich muss mich halt immer noch ein bisschen überwinden, mich zu drehen, also vom Boden abzuheben. Das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Ich habe mir gestern mal ein paar Videos gespeichert, wo ein paar Leichtübungen sind. Und die will ich jetzt mal versuchen. Ey, das mit den Händen ist so schlimm. Mal schauen, ob ich noch was anderes hinbekomme, als nur drumherum drehen und keine Ahnung. Aber es tut auf jeden Fall gut in den Beinen weh. Oh, es ist echt schwieriger als gedacht. Ich zeige euch mal den aktuellen Stand, weil ich habe jetzt eine Drehung gesehen, die ist eigentlich ganz gut zu kombinieren, aber halt schwierig umzusetzen, weil ich richtig schwitzige Hände habe. Es ist echt nervig. Und meine Füße sind einfach sonst wo. Also es sieht leichter aus, als es ist tatsächlich. Man braucht super viel Körperspannung und vor allem keine schwitzigen Hände. Leute, diese schwitzigen Hände machen mich wahnsinnig. Immerhin das klappt. Ich bin wieder zu Hause und habe mir erstmal was zu essen gemacht. Es gibt hier Walnussbrötchen mit Aufschnitt und Ei. Ja, und dazu schauen wir jetzt ein bisschen Serie.
So, ich habe den Sonntag jetzt noch genutzt und das Essen für die Arbeit vorgekocht für nächste Woche. Ich bin den Montag und Dienstag wieder im Büro. Ich habe nämlich so veganes Hack da gehabt. Wir wollten nämlich mal wieder gefüllte Paprikaschoten essen. Eine, oh, man sieht so schlecht, weil ich im Weg stehe. Eine davon ist für mich. So sieht's aus. Und zwei davon für Robin. Und aus dem restlichen veganen Hack habe ich hier noch ein paar Frikadellen gemacht. Irgendwie sieht es hier an der Seite ein bisschen undurch aus, aber die sind echt lange in der Pfanne gewesen. Ich habe die mehrere Male gewendet, also ich denke, das sollte passen. Und dazu gibt es hier einmal Kartoffelsalat und hier habe ich mir einmal eine Bowl gemacht. Ja, und das ist mein Essen für Montag und Dienstag für die Arbeit. Ich habe heute auch nichts Spannendes mehr gegessen. Ich habe vorhin noch ein paar Brötchen gegessen. Also Robin hatte sich noch so Sonntagsbrötchen aufgebacken, davon habe ich noch eins gegessen. Und dann noch so ein bisschen Rohkost gesnackt und ein paar Restkartoffelecken, die wir noch da hatten. Also wirklich, ja, einfach noch so ein bisschen Resteverwertung. Ich werde das jetzt erstmal alles abkühlen lassen, noch ein bisschen aufräumen und dann, ja, gehe ich gleich duschen, schaue ein bisschen Serie und dann geht's ins Bett. Ich bin heute nämlich auch ultra müde. Ich muss mich jetzt schon aufraffen, noch zu kochen. Aber ich liebe es, wenn ich sonntags auch mal ein bisschen produktiv bin. Ich habe es halt leider nicht geschafft, mein Video hochzuladen. Aber das werde ich dann nächste Woche mal wieder ein bisschen regelmäßiger in Angriff nehmen. Aber irgendwie waren jetzt die letzten Tage auch nicht so meine Tage, dass ich da, ich weiß nicht, ich hatte da einfach gerade keinen Kopf dafür. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt bald wieder ein bisschen aktiver hier. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt duschen, mache mir noch einen gemütlichen Abend und dann, ja, melde ich mich morgen wieder. Hallo ihr Lieben, heute ist Montag, der Montag ist geschafft, yay. Ich war heute auf der Arbeit, bei mir gab es heute zum Frühstück meinen Joghurt-Quarkball und wieder Rohkost wie immer zum Snacken und ein Käppchen. Und dann hatte ich zum Mittagessen einen Kartoffelsalat, wie wir den zum Grillen immer machen, mit Tomate, Gurke, Bohnen, Zwiebel, richtig nice und leider keine Gewürzgurken, weil die hatten wir nicht mehr da. Aber es war trotzdem echt lecker und dazu gab es noch so vegane Hackbällchen. Es war ein sehr, sehr leckeres Mittagessen und auch sehr sättigend. Dann habe ich noch zwei kleine Mini-Merci, so Merci-Pralinen heißen die, glaube ich, auf Arbeit gegessen, weil ich dann auch Lust auf was Süßes hatte. Ja, jetzt bin ich zu Hause seit einer Weile. Oh, das heißt dann eine Weile, seit einer halben Stunde oder so, habe gerade noch die Küche ein bisschen aufgeräumt. Werden wir jetzt noch schnell was zum Abendessen machen, also Abendessen. Ich habe richtig Lust gehabt auf so Bäckerzeugs, deswegen habe ich beim Rewe hier noch ein bisschen Laugenbrötchen geholt, beziehungsweise eine Laugenbrezel. Und werde das, denke ich, jetzt gleich essen mit ein bisschen Tomate, Mozzarella, Gewürzgurken, die habe ich nämlich jetzt gerade noch schnell gekauft. Darauf wird es, denke ich, hinauslaufen. Auf jeden Fall freue ich mich da drauf und ja, viel mehr Spannenderes gibt es heute tatsächlich nicht. Meistens so nach der Arbeit, da koche ich dann nicht mehr großartig, wenn ich mittags schon was Ordentliches hatte. Ich bin jetzt irgendwie richtig zittrig. Ich habe mega Hunger. Ich habe mich jetzt erstmal auf die Couch gelegt. Ich mache dann wahrscheinlich dann einfach später Sport, weil irgendwie brauche ich gerade ein bisschen Energie. Deswegen habe ich hier schon an der Laugenbrezel rumgeknabbert. Und deswegen sieht mein Abendessen jetzt auch gerade so aus oder mein Snack oder wie auch immer. Weil ich gerade keine Geduld mehr hatte, irgendwas großartig vorzubereiten. Vielleicht esse ich da noch was von dem Laugenbrötchen. Habe ich nämlich noch eins da. Irgendwie mit Aufschnitt oder so. Aber auf jeden Fall muss es jetzt schnell gehen. Deswegen ist jetzt ein bisschen Tomate, Mozzarella. Ja, wir haben keine großen Tomaten mehr da, deswegen habe ich das jetzt einfach so gemacht, ohne das jetzt irgendwie aufzuschneiden. Und dazu, haha, Gewürzgurken und eine Tasse Mango-Tee. Freue ich mich jetzt drauf. Muss halt manchmal einfach sein, ja, wenn es schnell gehen muss. Hallo ihr Lieben, der Dienstag ist geschafft. Ich bin jetzt zu Hause. Schon seit einer Weile habe eine Runde Sport gemacht. Bei mir gab es heute auf der Arbeit meine Joghurt-Quark-Bowl, Surprise. Und zum Mittagessen war es richtig nice. Ich habe nämlich noch so eine Gemüse-Bowl vom DM. Und die habe ich getoppt mit diesen veganen Hackbällchen, die ich gemacht hatte, aus dem restlichen Hack von den gefüllten Paprikaschoten. Und dann noch ein bisschen Tomatensalat mit Zwiebel und dann noch ein paar Bohnen und Feta. Und das war eine richtig geile Kombi. Das war mega lecker. Und als Zwischensnack gab es wieder ein bisschen Schoki und eine Mandarine und ein bisschen Obst, wie immer halt. Das war mein Essen heute auf der Arbeit. Und ich habe jetzt, wie gesagt, Sport gemacht. Es ist jetzt 18 Uhr gleich. Nee, sogar schon durch, glaube ich. Ich war jetzt duschen und bereite mir jetzt was zum Abendessen vor. Es gibt noch ein paar Reste vom Wochenende, die wir noch da haben. Und zwar gibt es einfach noch ein paar restliche Kartoffelecken vom Wochenende mit ein bisschen Ketchup, so Kräuterquark und dazu noch ein paar Gewürzgurken, wie immer, und ein Proteinshake. Genau, das ist der Plan. Das ist jetzt mein Abendessen. Und vielleicht esse ich dann noch was. Mal schauen. Ein Scheibenbrot oder so. Hallo ihr Lieben, es ist schon wieder Mittwoch. Die Woche ist so gut wie überstanden. Ich habe jetzt erstmal Frühstück gemacht. Und zwar gibt es hier Porridge, heute mal ohne Tiefkühlbeeren, dafür noch mit ein bisschen Hanfsamen getoppt. Das ist jetzt mein Frühstück. Ich mache mir dann gleich noch ein Käffchen, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Mein Bruder kommt heute wieder, endlich. Und ich finde es daran schon allein so crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist echt krass. Wenn ich überlege, ich habe vor kurzem erst noch gesagt, ciao. Wir sehen uns in 2 Monaten. Habe ihn zum Bahnhof gebracht und jetzt kommt er einfach gleich wieder.
die Zeit rast. Ich glaube, das macht auch einfach der ganze Alltag, dass man wirklich so seine Routine hat und damit die Tage verfliegen. Schlimm. Mein Papa hat morgen Geburtstag, das heißt, ich hole heute Nachmittag meinen Bruder vom Bahnhof ab und dann fahren wir zu meinen Eltern. Essen heute alle gemütlich zusammen Abendbrot. Mein Papa geht leider zum Fußball, aber dafür haben wir dann morgen noch ein Family Day, weil mein Papa, wie gesagt, morgen Geburtstag hat und dann frühstücken wir morgen alle zusammen. Ich bin morgen im Homeoffice. Oh, das finde ich auch immer so cool daran. Sondern einfach sagen kann, man arbeitet von zu Hause, macht eine längere Pause und kann dann aber ganz entspannt mit zusammen frühstücken und danach halt noch arbeiten und muss nicht einen Tag frei nehmen dafür oder später auf die Arbeit fahren oder keine Ahnung. Das ist super nice. Dafür bin ich so dankbar. Das heißt, ich arbeite dann morgen, wie gesagt, im Homeoffice. Dann frühstücken wir alle gemeinsam und dann wollen wir abends noch mit der Familie ein bisschen feiern. Das ist so der Plan für heute Morgen. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal mein Frühstück schmecken lassen und dann muss ich mal schauen, was ich heute zu Mittag esse. Ich melde mich aber später wieder. Bei mir gab es wieder ein bisschen Rohkost zum Snacken. Ich trinke nebenbei wieder ein Käffchen. Und als kleinen Zwischensnack gibt es eine Ferrero Rocher-Kugel. Boah, die sind so, so lecker. Richtig gut. Ich habe mir jetzt spontan einen Kaiserschmarrn gemacht. Wir wollen nämlich heute Abend wahrscheinlich bei meinen Eltern was kochen. Und da dachte ich mir, esse ich jetzt mal was zur Abwechslung Süßes zum Mittag. Ich hatte nämlich noch so einen Vanillequark da und dachte mir, ich probiere das einfach mal damit. Weil sonst habe ich immer Vanilleproteinpulver oder sowas genommen, damit noch ein bisschen Geschmack dabei ist. Ich habe jetzt aber gerade keins da, beziehungsweise auch kein passendes. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich das einfach mal mit einem Vanillequark. Hat genauso gut funktioniert. Aber schmeckt nicht so intensiv nach Vanille leider. Ich glaube, ich muss demnächst mal in DM gehen und mir mal wieder Proteinpulver aus dem DM holen. Auf jeden Fall schmeckt es trotzdem gut, aber eben nicht so geschmacksintensiv. Ja, und dazu gibt es jetzt noch ein bisschen Apfelmark. Ich freue mich drauf. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Wir haben gestern auch Nudeln gekocht abends und zusammen den Abend genossen, weil mein Bruder ja wieder da ist. Und heute hat mein Papa Geburtstag. Wir sind gerade so ein bisschen am Vorbereiten. Meine Mama fährt jetzt zum Bäcker. Ich bereite jetzt ein bisschen Frühstück vor, beziehungsweise hat meine Mama schon ganz viel vorbereitet. Und dann überraschen wir ihn dann, weil er weiß mich noch gar nicht, dass mein Bruder schon da ist. Er hat mich gestern schon gefragt, ob wir wissen, wann er kommt und wie und was. Und ja, er ist nämlich eigentlich schon da. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, er freut sich. Und ja, ich bereite jetzt noch ein bisschen Obst vor und dann frühstücken wir zusammen. Ich freue mich drauf. Ich habe dann noch einen Obstteller vorbereitet und noch so ein bisschen Orangensaft und so weiter, Guacamole. Und dann haben wir noch den Tisch gedeckt. Meine Mama und ich lieben das ja immer komplett, alles so schön vorzubereiten und schön zu decken und so weiter. Oder Buffets für Familienfeiern, das machen wir immer total gerne. Deswegen haben wir dann zusammen den Frühstückstisch noch vorbereitet. Ist auch immer mega praktisch, wenn man im Homeoffice ist, dass ich dann einfach eine kurze Pause machen kann. Wir entspannt zusammen frühstücken. Meine Mama hat später auf Arbeit angefangen und meine Schwester, die hatte auch die ersten beiden Stunden Ausfall. Dann konnten wir alle zusammen frühstücken. Mein Papa hat sich auch riesig gefreut und war mega überrascht, dass mein Bruder doch schon da ist. Ich habe übrigens Brötchen mit Aufschnitt gegessen, Eier hatten wir noch gekocht, wie gesagt, ein bisschen Obst und Gemüse und ein Käffchen getrunken. Zum Mittagessen habe ich dann noch ein paar Brötchenreste gegessen, so einen Mohnzopf mit Letter, ja tatsächlich mit Letter, auch wenn Butter und so fettige Sachen bei mir immer noch so ein bisschen Stress auslösen und so ein bisschen Fearfood ist, keine Ahnung. Aber irgendwie ist es sonst einfach zu trocken und es schmeckt auch zu gut, deswegen habe ich das da drauf gegessen. Dann gab es noch ein Babybell, noch ein bisschen Rohkost und Obst vom Vormittag und dann hatte ich noch Lust auf was Süßes, deswegen gab es dann noch einen Himbeer-Granatapfelskier mit ein bisschen Granola und ein paar so Salatkern und Leinsamen. Das habe ich dann noch gesnackt und ein Käffchen getrunken. Am Nachmittag kam dann die Familie zum Kaffee trinken und da haben wir dann hier so Erdbeer-Cheesecake gehabt. Der ist richtig lecker. Ich hätte auch gerne was selber gebacken, aber das war irgendwie so ein bisschen spontan, dass wir dann noch Kaffee getrunken haben. Deswegen gab es dann nur so Tiefkühlkuchen und hier noch so ein Apfeltörtchen, die noch da waren. Und zum Abendessen haben wir tatsächlich das erste Mal dieses Jahr gegrillt. Wir haben so ein bisschen Ofengemüse gemacht und Grillkäse. Und dann gab es noch vegetarische Wiener und natürlich Bratwürste. Meine Eltern haben noch einen Kartoffelsalat gemacht, den esse ich ja super gerne. Und dazu gab es dann noch so Kräuterbaguette und auch noch Lachs und Guacamole. Und das war wirklich ein richtig, richtig leckeres Abendessen von allem, was dabei gewesen. Ich war danach super, super satt, aber es hat richtig, richtig gut geschmeckt. Und wir haben uns einen schönen, entspannten Abend gemacht. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Friday, das Wochenende steht vor der Tür, ich freue mich. Es ist jetzt schon 8:45, glaube ich.
Ich mache mir gerade schon Frühstück fertig, weil ich richtig Hunger habe. Das ist mir schon so oft aufgefallen, wenn ich abends viel esse, dann habe ich am nächsten Tag umso früher Hunger. I don't know warum. Also wenn wir abends essen gehen oder auch so fettiges Essen essen oder wie gestern halt so einen Familienabend machen, wo man halt dann auch mal abends ein bisschen mehr isst, brauche ich früh einfach Zeit für Frühstück. Hat aber auch seine Vorteile, weil dann fange ich nicht an oder komme ich auf die Idee, dann am nächsten Tag schon wieder zu sparen. Weil ich habe jetzt echt super Hunger. Ich brauche jetzt dringend was zu essen. Auf jeden Fall habe ich euch ja gestern noch so ein bisschen gefilmt, wie der restliche Tag verlaufen ist. Und ja, jetzt bereite ich mir hier gerade mein Joghurt-Quapo zum Frühstück vor. Für mehr reicht es heute nicht. Ich habe da nämlich gleich Einarbeitung und wollte jetzt hier nicht ewig in der Küche stehen und dann in totaler Hektik was essen. Deswegen dachte ich mir, ich mache mir jetzt einfach was, was schnell geht. Und dann habe ich dann bei der Einarbeitung nicht so einen Stress oder vor der Einarbeitung jetzt. Genau, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Ich habe hier heute früh schon so einen Ingwer-Shot geäxt. Ich mag den echt gerne, auch wenn hier mehr Apfelsaft und alles Mögliche drin ist, als dass es gut ist. Ich habe mir jetzt auch schon Zeug geholt, um mir jetzt mal wieder welchen selber zu machen. Ich liebe das ja und weil ich auch schon wieder das Gefühl habe, dass ich krank werde. Deswegen gebe ich mir jetzt ein paar Immunbooster mit Ingwer und habe davon heute schon eingetrunken. Genau, ich denke, ein Käffchen mache ich mir dann auch gleich noch. Aber jetzt gibt es erstmal meine Joghurt-Quark-Bowl. Da freue ich mich drauf. Und bald ist Wochenende. Yay! Bei mir gibt es Resteverwertung. Boah, das sieht so unsexy aus. Aber es schmeckt so geil. Ich freue mich da jetzt richtig drauf. Das waren halt noch Reste. Kartoffeln und ich habe mir jetzt noch ein bisschen Kaisergemüse dazu gemacht, damit es wenigstens ein bisschen ansehnlich aussieht. Und das habe ich gleich aufgebraucht. Da war nämlich bloß noch so ein bisschen drin. Deswegen habe ich das jetzt gleich mal leer gemacht. Ich habe nämlich gefüllte Paprika vorbereitet letzte Woche. Also am Wochenende halt wieder vorgekocht. Für Robin halt mit Hackfleisch und für mich hier mit so veganem Hack. Das ist das aus dem Aldi und ich muss sagen, bis jetzt schmeckt mir das von allen am besten. Richtig, richtig gut. Habe ich noch ein Ei dazugegeben, Gewürze und dann noch ein paar Zwiebeln und einfach ein paar Frikadellen draus gemacht und die andere Hälfte halt in die Paprika gegeben als Füllung und dann noch mit einer, ja, Shame on Me fertigen Bratensauce, so ein bisschen Tomatenmark und Gemüsebrühe in den Backofen. Dann habe ich die kochen lassen oder backen lassen oder wie auch immer, bis das Hackfleisch quasi durch war. Genau, so sieht das Ganze jetzt ready aus. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen faul, eine richtige Soße dazu zu machen. Und wir hatten halt noch so eine fertige Bratensoße da und Robin mag das ganz gerne. Deswegen dachte ich mir, mache ich das einfach damit. Und es schmeckt richtig, richtig gut. Ich freue mich da jetzt mega drauf. Deswegen sieht der Teller auch ein bisschen zerranzt aus, weil, ja, durchs Aufwärmen der Mikrowelle jetzt und hier mit der Gabel so ein bisschen habe ich das. Ja, und das alles ein bisschen unansehnlicher gemacht. Jetzt gibt es jetzt, wie gesagt, noch Kartoffelreste. Ja, und das ist jetzt mein Mittagessen. Hallo ihr Lieben, ich sehe schon wieder aus wie 12. Es ist Samstag, ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Gestern war wieder so ein richtiger Gammeltag, einfach nur chillen, so ein richtiger Freitag. Wir waren dann nachmittags nochmal eine Runde einkaufen, haben noch ein paar Kleinigkeiten gekauft und haben dann eigentlich den Abend bloß noch so ein bisschen gesnackt. Ich habe noch ein Brötchen gegessen, es war so ein Brioche-Knoten irgendwie, richtig geil. Und noch ein paar Chips und Gewürzgurken und sowas, bisschen Schoki, nichts Spannendes. Ja, ich brauchte gestern irgendwie abends einfach mal ein bisschen Me-Time. Ja, habe auch heute immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie krank werde, ich weiß auch nicht. Irgendwie nervt mich das schon wieder. Ich shot jetzt früh immer ein bisschen Ingwer-Shots, damit ich wieder fit werde, aber irgendwie immer so leichte Kopfschmerzen und irgendwie immer so das Gefühl, dass man krank wird, ich weiß auch nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall waren wir heute früh nochmal bei einer Wohnungsbesichtigung. Immer noch die Wohnung, die wir uns schon mal angeschaut hatten. Dieses Mal aber halt im fertigen Zustand. Also jetzt war auch die Dusche mit drin, es war soweit überhaupt generell fertig und ja, wir wollten uns die einfach nochmal im fertigen Zustand anschauen und haben uns jetzt tatsächlich dazu entschieden, dass wir das nicht mehr machen. Es sind einfach zu viele Faktoren, wo wir uns unsicher sind, die uns nicht so gefallen, dass wir jetzt nicht sagen würden, das ist die perfekte Wohnung, die wir jetzt unbedingt haben wollen. Klar, der Preis ist natürlich schön für Neubau und auch Erstbezug und so weiter. Total ein Traum. Alles, was wir uns so gewünscht hatten, wäre da auch dabei gewesen. Großer Balkon und überhaupt sahen die Balkons richtig schön aus. Generell ein bisschen gemütlicher auch eben durch die Dachschrägen. Viel Platz, also dass jeder so sein eigenes Zimmer quasi hat. Ein schönes Bad, eine Dusche und Badewanne, solche Sachen. Aber es ist halt auch einfach noch nicht das perfekte Ding. Und ich muss sagen, ich tendiere jetzt auch eher mehr so zu der Sache, dass wir sagen, wir wohnen jetzt hier noch ein, zwei Jahre, kündigen dann hier die Wohnung, packen unseren wichtigsten Krempel, so viel werden wir aus der Wohnung ja sowieso nicht mitnehmen, bei meinen Eltern irgendwo unter und machen dann einfach erstmal eine Reise für ein halbes, ein Dreivierteljahr. Ja, und lassen das einfach hier mal hinter uns, weil wir wollten sowieso schon länger jetzt mal eine größere Reise planen. Robin will aber dafür noch ein bisschen sparen. Das wird dann wahrscheinlich eher erst 2026 werden. Das muss ja doch schon ein bisschen geplant werden und ich muss das ja auch auf Arbeit erstmal einreichen. Ich kann da so ein Sabbatical einreichen. Sabbatical, keine Ahnung. Da hat man quasi längere Zeit unbezahlt frei.
spart sich das Geld aber für diesen unbezahlten Urlaub quasi irgendwie an, damit man dann eben für die Zeit quasi versichert ist und so weiter, diese ganzen Steuern trotzdem bezahlt, weil ich glaube, sonst müsste man sich ja arbeitslos melden. Irgendwie so hängt das, glaube ich, miteinander zusammen. Und das macht meine Firma, das ist ganz cool. Und da möchte ich versuchen, ein halbes Jahr irgendwie zu vereinbaren. Das ist, glaube ich, das Maximum, was geht. Also ich glaube, man muss halt, ist halt arbeitgeberabhängig, je nachdem, was man bestätigt bekommt. Und dann werden wir wahrscheinlich gleich ein Reiseziel wählen, wo sich es auch lohnt, wirklich eine größere Reise zu machen. Ich wollte eigentlich gerne mal nach Thailand, aber das werde ich, glaube ich, nächstes Jahr dann einfach mit meinem Bruder mal zusammen machen oder mit Robin dann halt zusammen einfach mal für so einen längeren Urlaub, 3 Wochen oder so, 3-4 Wochen. Aber diese große Reise bin ich jetzt wirklich am Überlegen, eher für Amerika zu planen. Ich glaube, da kann man gut ein halbes Jahr rumbekommen und das wäre irgendwie ganz cool. Und deswegen dachten wir, bietet sich das vielleicht eher dann an, zu sagen, wir bleiben jetzt bis dahin noch hier. Erstens, wir haben die Zeit, das Geld zu sparen durch halt die geringe Miete und wir können dann eben auch sagen, wir kündigen einfach die Wohnung und müssen dann nicht ein halbes Jahr Miete bezahlen, ohne überhaupt in der Wohnung zu wohnen. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre halt sehr geil. Deswegen finde ich eigentlich ganz fein damit jetzt. Also klar, die Wohnung ist immer noch ein bisschen, wir sind hier immer noch nicht so richtig happy. Aber das halten wir jetzt auch noch 1,5, 2 Jahre länger aus. Und die Lage ist halt auch perfekt, deswegen, genau. Das war auf jeden Fall unser Vormittag. Jetzt waren wir noch einkaufen. Ich wollte dann heute Nachmittag auch nochmal in DM. Und heute Abend gehen wir mit Robins Eltern wieder zu so einem Tanzabend. Also Gaststätte und dann halt Tanzabend, da freue ich mich drauf, da können wir endlich mal wieder ein bisschen tanzen üben. Genau, wird das heute so der Samstag sein. Es ist jetzt, glaube ich, schon 14 Uhr oder so. Wir waren, wie gesagt, jetzt einkaufen. Ich bereite jetzt hier Frühstück dabei schon mal vor. Wir haben ein bisschen, ja, die Läden ausgeräumt. Wir waren erst in einem Baumarkt und da gab es einen Laubebäcker und da haben wir Brötchen geholt. Da hat Robin jetzt schon ein Käsebrötchen gesnackt und ich eine Laugenstange. Deswegen sind wir heute ein bisschen spät dran mit Frühstück. Und dann waren wir aber nochmal bei Aldi und da haben wir so Laugenecken geholt. Die sind richtig nice. Croissant, Brioche-Knoten. Und hier natürlich nochmal eine große Tüte Walnussbrötchen. Und das ist quasi für heute dann jetzt unser Frühstück. Also sehr, sehr viel Brötchen-Stuff und sowas. Jetzt koche ich noch ein paar Eier, bereite noch ein bisschen was vor. Freue ich mich sehr drauf. So, Frühstück ist ready. Ganz viel Aufschnitt, Eier, Tee habe ich mir noch gekocht. Guacamole, hier die ganzen Brötchen. Und Robin hat sich noch ein bisschen Bacon und Wiener gemacht. Und wir werden uns reinhauen. Ich freue mich drauf.